dieses Gender-Portal ist ja auch ein bisschen fortführend von dem Tabubruch, wo Sie auch schon mitgemacht haben. Jetzt habe ich mir gedacht, ob Sie vielleicht auch von Ihrem Text her, den Sie geschrieben haben über die Cindy Sherman, da kommt ja das Thema Gender eigentlich schon sehr prominent vor. Ja, dass man das ein bisschen verbindet, meinen Sie? Genau, dass Sie das vielleicht ein bisschen verbinden, nochmal Bezug nehmen auch auf das, was Sie da damals geschrieben haben. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Ja, das geht aber noch. Ja, genau. Ja, was ja hier schon einmal eine große Parallele ist, ist diese Frage nach dem Monströsen, beziehungsweise dem Objekten, also auch diese Entfernahme des Objekten durch die feministische Kunst eigentlich, könnte man sagen. Also dass das Ekelhafte ja hier als etwas verstanden wird, um Identität zu dekonstruieren, beziehungsweise auch um feministische Positionen zu setzen. Und das hat man bei der Sherman anhand dieser Sex-Pictures ganz gut gesehen. Also wo sie hier auch so diese, sag ich mal, klassischen Felder des Objekten, des Auswurfes, also all dieser körperlichen Verwesungsprozesse, aber eben auch, und darauf hatte ich in dem Artikel vor allem mich konzentriert, diese Grenzüberschreitungen und Entgrenzungen des Körpers. Also hier auch, worauf Sie ja auch angespielt haben in dem E-Mail, das Sie uns geschrieben haben, diese Frage der queeren Körper auch oder der Körper der Doppelwesen etc. Das heißt, also Körper, die eigentlich Gegensätze miteinander verbinden versuchen. Einerseits der geschlechtlichen Gegensätze, aber andererseits auch dagegen, also der scheinbaren Grenzen von lebendig und tot und eben diese Übergangsprozesse oder eben Figuren des Dritten auch bedienen versuchen. Und das ist einerseits eben sehr stark bei der Sherman, diese Geschlechtsüberschreitungen, wodurch so etwas wie eine Entsubjektivierung thematisiert werden soll, also auch dieser Subjektbegriff auch dekonstruiert eigentlich. Und gleichzeitig aber auch, und da bin ich mir nicht sicher, wie weit Jelinek versucht, diese Figur des Monströsen auch positiv für sich anzueignen und positiv zu besetzen, wie das ja in der feministischen Kunst stark passiert, oder wie weit bei ihr das Monströse oder das Objekte, mit dem sie ja in vielen Texten spielt, ein Moment auch bleibt des Otherings, also quasi als das Verworfene des starken Subjekts, also natürlich schon dekonstruktiv, aber dennoch als das Ausgegrenzte innerhalb einer patriarchalen Machtstruktur und das in gewisser Weise dadurch auch immer letztendlich auch negativ besetzt bleibt oder dadurch eben über diese Figur des Monströsen als Objekten versucht, hier Machtdynamiken aufzuzeigen mehr und diese Otherings-Prozesse, dass diesem Verworfenen natürlich immer eingeschrieben ist, ohne aber diese Figur für sich positiv zu besetzen. Also ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Also in der Literatur zu Jelinek gibt es da ja Ambivalenzen. Also ich habe zum Beispiel diesen Text von Anna Babka gelesen auf ihrer Homepage, die auch gerade versucht, dass eben diese queeren Objektenkörper eben eigentlich als eine Strategie der Dekonstruktion eben bei Jelinek eben als auch zu retten, könnte man sagen. Gleichzeitig aber eben auch diese Texte, die versuchen hier aufzuzeigen, dass das bei ihr eben sehr stark es gibt keinen Ausweg, das lässt sich nicht positiv besetzen, das lässt sich jetzt nicht feministisch einvernehmen. Letztendlich sind es lässt sich aus diesen patriarchalen Denkstrukturen auch nicht ausbrechen. Gute Frage. Ich denke auch, dass es immer so ambivalent bleibt. Also, dass es nicht wirklich, dass Jelinek sich nicht festnageln lässt in ihrem Sinn, ob es jetzt etwas positiv oder negativ besetzt. Ich habe Ihnen ja auch geschickt als Anregung den Text oder habe es geschrieben, die Straße, die Stadt, der Überfall.
Das ist ein Text, der geschrieben worden ist für die Münchner Kammerspiele. Und da geht es auch ganz stark eben um dieses queere Moment, um die Überschreitung von Geschlechtern. Mhm. Also zum einen fängt schon der Anfang, eben diese regieähnliche Anweisung, da kommt schon so ein Doppelgeschöpf vor, wie es Jelinek schon mal hatte bei Krankheit oder moderne Frauen. Mhm. Vielleicht lese ich das ganz kurz vor, wenn ich es finde. Genau. Also, sie schreibt: Das Doppelgeschöpf, das ich einst erfunden habe, tritt einmal wieder auf, nachdem ich es mir aus der Versenkung geholt habe. Es ist ein Mann, an den eine Frau angenäht ist. Klammer, früher war es eine Frau, die mit einer zweiten zusammengenäht war. Aber ich habe das jetzt abgewandelt, was sich natürlich auch im Gewand niederschlagen wird. Man kann aber auch was ganz anderes machen, wie immer. Also es ist eben ein Doppelgeschöpf, männlich und weiblich. Auf der einen Seite hat sie diese Etikettierung, auf der anderen Seite sind ihre Figuren ja sowieso keine psychologischen Figuren in diesem Sinne. Dadurch relativiert sich auch diese Zuschreibung wieder komplett. Mhm. Und dann hat sie, und sie spielt halt in dem ganzen Stück mit diesen männlich-weiblich Konnotationen. Der zitiert auch von Euripides die Backchen. Mhm. Und da geht es ja darum, dass Pentheus verkleidet sich als Frau, damit er die Backchen, die Mänaden, damit er denen zuschauen kann, was die treiben. Ausspioniert. Genau, ausspioniert und wird dann eben erschlagen, zerrissen, auch deswegen, weil er von seiner eigenen Mutter nicht erkannt wird, weil er als Frau verkleidet ist. Also da tritt dann auch diese sanktionierende Funktion von Mode, von Kleidung auf. Man darf sich quasi nur in seinem männlich-weiblichen Repertoire bewegen und darf das irgendwie nicht überschreiten. Das ist mir eben eingefallen zu dieser Überschreitungsgeschichte. Genau, dann auch, also die Backchen sind prinzipiell ein glaube ich, ein reicher Fundus für diese Thematik. Dionysos selbst ist ja, lässt sich überhaupt nicht festschreiben auf eine, er ist Gott und Mensch, er ist Mensch und Tier, also der lässt sich, ist gerade quasi eine Versinnbildlichung von so einem doppelten, ambiguen Wesen. Haben Sie sich den Text auch mal angeschaut? Ich habe ihn mir angesehen. Und jetzt ja, würde ich auch an einiges anschließen, was Sie gesagt haben, weil was ja auch interessant ist mit dieser, auch nochmal in Bezug auf das Objekt, mit dieser Mutter, die den Pentheus eben nicht erkennt. Ne? Also mhm. diese mordende Mutter, also diese Ambivalenz der Mutter zwischen einerseits diesem abjekten Körper, dieser verworfenen Körper, also auch als Inbegriff des Ekelhaften, gleich das, was wir bei Jelinek ja immer wieder auch finden. Mhm. Oder überhaupt der weibliche Körper auch als das Verwesende, ja auch bei der Klavierspielerin etc., wo das Geschlecht eben auch als ein permanenter Verwesungsvorgang steht. Aber eben gleichzeitig auch diese mordende Mutter, die wir bei ihr ja immer wieder haben, auch mhm. eben insbesondere, was Sie schon angesprochen haben, bei der Krankheit oder die modernen Frau. Und also hier auch interessant, diese, aber da können wir später nochmal zurückkommen, diese Umkehr der Mutterrolle, mhm. also diese fressende Mutter, die ihr Kind nicht erkennt, oder eben beim Pentheus wäre das so, mhm. also die letztendlich auf den Schein der Mode auch hereinfällt und ihn in seiner Verkleidung nicht erkennt, beziehungsweise diese Mutterrolle gänzlich abwirft, weil sie sich ja da in seinem ekstatischen Rausch auch befindet. Und was auch interessant ist, sind eben diese zusammengenähten Körper, die Sie ja auch in dieser Regieanweisung vorgelesen haben. Das finden wir, das ist ja auch irgendwie so eine Frankenstein. Mhm.
Metapher eigentlich. Also es sind eben diese, sind jetzt nicht so symbiotisch verbundene Kugelmenschen, die wir da haben, so ein Ideal auch von männlich und weiblich verschmelzen, sondern die Frau ist an den Mann angenäht. Es ist so wie so ein Anhängsel, auch so irgendwie, statt dass ihm die Rippe entrissen wurde, aus der die Frau geschaffen wird, sie eben wieder zurück angenäht in gewisser Weise. Und auch bei der Krankheit sind die ja zusammengenäht, also wo das Nähen ja auch, oder überhaupt dieses Häkeln und Nähen und Stricken finden wir an vielen Texten. Also es ist ja auch immer so ein Gewaltakt impliziert. Ja. Yeah. Und umgekehrt eben dieses Moment des Zerreißens. So, Mentor ist der zerrissen wird, Dionysos der Zerrissene, also auch dieses Fragmentarische, das sich ja, das einerseits sich natürlich in den Figuren spiegelt, andererseits aber auch an der Sprache etc. Ja, gerade zu dem Nähen oder da, mir fällt da noch ein Weben, weil Jelinek in einem anderen Text, im Wettbewerb heißt der, das ist eigentlich ein Zusatztext zu Die Kontrakte des Kaufmanns, aber also schon, da gibt es ja einige Zusatztexte und er ist, glaube ich, momentan zumindest der letzte. Und da zitiert sie den Mythos der Arachne, die ja mit Athene im Wettstreit ist, wer einen schöneren Wandteppich weben kann und die dann von Athene in eine Spinne verwandelt wird, weil sie den schöneren Teppich macht. Und eben da spielt Jelinek also der Text, der gewebt wird, die Weberin, die an ihrem Webstuhl sitzt, wie auch der Text sowieso, das Textil, also so eine Anverwandtschaft hat, das Stoffliche mit dem Geschriebenen und auf der anderen Seite ja genauso gerade Nähen und Weben, das ja als traditionell weibliche Handwerksformen oder Kunstformen, die man den Frauen sozusagen zugetraut hat als einzige Kunst, spielt da eben sehr mit dem und auf der anderen Seite auch wieder die Frau, die in eine Spinne verwandelt wird, also da ist auch wieder so dieses Grenzüberschreitende zwischen Mensch und Tier in dem Fall. Und auch wieder das Ekelhafte. Genau, weil die Spinne ist etwas, vor dem vor allem Frauen sich fürchten und kreischen, wenn sie sie sehen. Und zugleich aber auch das Männermordende Weibchen, das dann der Mann. Genau, die schwarze Witwe, die das Männchen frisst. Ja, genau. Also, ich meine, natürlich stellt sich, bei dieser ganzen Frage, wie diese Identitätskonstruktionen, die sie da jetzt auf verschiedensten Ebenen anspricht, insbesondere mit dem Theater, weil sie wollten ja auch, dass wir uns insbesondere auf die Stücke Das ist natürlich dann doppelbar, eben genauer durch so Fragen wie Kostümierung oder wie auch bei Stecken, Stab und Stange, wo da auch die permanente also Überhäkelungen stattfinden auf der Bühne oder zumindest, ob sie dann stattfinden oder nicht, ist ja eine andere Frage, aber in den Regieanweisungen eben auch prinzipiell dieses Auseinanderfallen oder in das Kostüm nicht hinein, das Kostüm, das einen immer übersteigt, das einen einerseits beschränkt, oder wie auch bei Raststätten zum Beispiel, wo man eigentlich das Kostüm einen auch immer überfordert. Also solche Fragen von Kostüm und hier diese Doppelungen, das unter dem, also bei, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja auch bei Steckenstab und Spangel, dass sie dann, nein, Blödsinn, bei Raststätte, dass sie dann das Kostüm abnehmen und darunter ist dann wieder ein Kostüm. Also man hat dann auch dieses Moment, dass es gibt darunter eben nichts, was so etwas wie das Authentische sein könnte, sondern es ist immer noch eine zweite Schicht und eine dritte Schicht. Und so ist es natürlich auch bei dem Text, ne? Also mit diesen Verwebungen, die Sie angesprochen haben. Genau. Und weil Sie jetzt auch gerade gesagt haben, die Verdoppelungen, gerade in dem ersten Text, den ich angesprochen habe, Die Straße, die Stadt, der Überfall, kommt es auch, wie auch in anderen Texten,
auch dezidiert zu so Vergrößerungen oder dann auch Veräußerungen. Und da möchte ich noch ein Zitat vorlesen, und zwar: Die Menschen wollen außer sich geraten, dabei ihr Leben sprengen, aber wenn sie einmal herausgeschleudert worden sind, finden sie vielleicht nicht mehr zurück. Außer sich geraten, bis die Haut alle Farben spielt, aufplatzt, das wollten sie schon immer. Das ist nicht unbedingt eine grundlegende Funktion ihrer Art Behauptung, wenn die Heimkunft nicht gesichert ist. Sie könnten auch etwas ganz anderes behaupten, das wäre ohnehin besser für sie. Sie tragen eigenwillige Hemden, Hosen und Schuhe, denn hier zählt ihr eigener Wille noch was. Das kriegen sie alles hier, ja genau hier. Sie wollen sich vergrößern. Also eben, dass die Figuren oder die Sprachflächen, was sie da auch jetzt immer für Figurationen erfindet, hat in ihren Texten, dass die auch immer noch größer sein wollen oder auch bei anderen Regieanweisungen schreibt sie dann manchmal hin, alles muss irgendwie riesig sein und mit großen Maschen und so ins Monströse gehend entweder oder auch so ins Typenhafte, ins Schemenhafte, dass alles wird so zum, mir fällt jetzt kein richtiges Wort ein, zum Typenhaften. Mhm. Ja, das finde ich sehr gut, was Sie sagen, und da frage ich mich eben auch, ob eine ihrer Strategien also der Geschlechtsdekonstruktion nicht auch dieses Spielen mit diesem Ansatz ist, einer Weiblichkeit als Maskerade, mhm, oder überhaupt das Geschlecht als Maskerade, insofern, dass eben natürlich auf dieses Konzept von Rivière, aber diese Frage eben, dass eben das immer schon überzeichnet ist, oder es wird eben auf verschiedenen Ebenen, also einerseits wird es immer schon, das Identitätsbegehren und dadurch auch das Geschlechtsbegehren ist immer auch schon ein vermitteltes auf der einen Ebene, also eben durch Mode, aber auch durch Unterhaltungsindustrie, Werbung etc. Und es wird, und diese Überzeichnung, also diese Maskerade macht sie dann aber, finde ich, auf zwei Ebenen wieder sichtbar, oder bricht sie, oder zeigt sie eben als Maskerade. Eben auf der einen Seite eben, wie Sie sagen, in der Übertreibung, dass es bis ins Groteske getrieben wird, eben zum Beispiel in der Gleichsetzung von Frau und Natur und solchen Dingen. Also, dass man, also eigentlich in der Übertreibung, und andererseits aber dann auch in so einer radikalen Umkehr, in so einem Bruch, in dem es dann gerade eben zum Beispiel die Mutter dann die Kinder frisst. Mhm. Also es wird dann, und beide Strategien, würde ich sagen, zeigen eben diese Maskerade und legen sie bloß als Maskerade, als Geschlechtsmaskerade. Ne? Und gleichzeitig natürlich auch in diesem komplizierenden Charakter innerhalb dieser Geschlechtsdualität, dass man sagt, eben immer ist ja diese, das ist ja auch bei diesem Text, im deutschen Text zur Weiblichkeit als Maskerade natürlich schon eingeschrieben, dass ja gerade das Annehmen des Weiblichen als Maskerade ja immer auch dazu führen soll, zu einer Akzeptanz innerhalb eines patriarchalen Systems und so. Also man nimmt die Rolle an, der dann zugespielt wird, aber bei ihr übernehmen sich die Figuren, mhm, bis hin zur Groteske. Aber was ich mich da zum Beispiel frage, ist, ob, wenn man sagt, das ist eine ihrer wesentlichen Strategien, über Geschlecht zu sprechen oder Geschlecht aufzubrechen oder überhaupt Identität, dann ist die Frage, ob das nicht gerade im Widerspruch steht mit solchen Strategien der Veruneindeutigung. Mhm. Weil es ja gerade in der Maskerade im Prinzip liegt, dass sie vereindeutigt, und zwar bis ins Extrem. Mhm. Also dass eben die Frauen dann überweiblich unter Anführungszeichen sind und diese Weiblichkeit eben bis zu einer Satire hingetrieben wird. Und hingegen diese klassische Veruneindeutigung ja eher damit arbeitet, dass so etwas wie Geschlecht als solches nicht mehr erkennbar ist. Mhm. Dass eben sich diese scheinbare Dualität auflöst, dass eben, also, und eigentlich könnte man sagen, die zwei Strategien schließen sich bis zum gewissen Grad aus. Ne? Entweder man greift, wie ja auch bei sowas wie Drag und so, wo eben auch mit Überzeichnungsmomenten gearbeitet wird, oder würde ich so mit Momenten der Anthropologie arbeiten, zum Beispiel, wo ich versuche eher
zu verschleifen. Ja, ich denke, die, das, Jelinek arbeitet gerne mit Widersprüchen. Was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ist eben auch, dass sie teilweise durch ihre Sprachflächen, durch ihr kollektives Wir, das sie verwendet in ihren Stücken, da gibt es ja auch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Da ist ja auch nicht klar, wer jetzt spricht. Also gerade bei den Stücken obliegt es ja meistens den Regisseuren, Regisseurinnen, wie sie den Text aufteilen, ob sie Männer nehmen oder Frauen, wie viele Leute sie überhaupt nehmen. Ich glaube, dass das die Rezeption auch sehr stark beeinflusst. Weil natürlich habe ich ein anderes Bild im Kopf, wenn ich den Text jetzt nur so lese, ohne Anweisung sozusagen, wer ihn spricht. Oder ich sehe ihn auf der Bühne umgesetzt mit Personen, die offensichtlich ein Geschlecht haben. Egal, wie sie jetzt auch verkleidet sind oder als was für Personen sie auftreten. Also das ist das eine. Und ja, genauso wie Sie gesagt haben, auf der anderen Seite wieder diese Vereindeutigung eigentlich von Geschlecht mit ganz konkreten Zuweisungen. Wenn sie schreibt über die Frau, über jetzt, wenn zum Beispiel im Wettbewerb ist es die Frau, die an ihrem Webstuhl sitzt. Also der Text beginnt auch so. Die Frau sitzt am Tisch und arbeitet. Also eben, sie will irgendwie beides. Sie will die Vereindeutigung und die Veruneindeutigung, kommt mir vor. Ja, aber ich gebe Ihnen da völlig recht, dass die Veruneindeutigung vielleicht tatsächlich in erster Linie über die Sprache dann kommt und über dieses Oszillieren von Sprachpositionen, dass man sagt, dadurch wird dann das, was sie zum Beispiel durch Kostüme etc., dass sie ja oft arbeitet mit, oder dass sie das oft anweist, dass hier so eindeutige Geschlechtskostüme stattfinden sollen, beziehungsweise mit diesen, wie Sie auch sagen, bis ins typenhafte Klischee-Charaktere auch in ihrer Geschlechtlichkeit, ne? Also der sportliche Mann, der da rumspringt, und die Frau, die dann gebärt und gebiert und sagt, sie hat eigentlich gar keine anderen Interessen als das. Also irgendwie sind es Karikaturhafte, dass das aber eben gebrochen wird durch die Sprache und durch die changierenden Sprachflächen, auszubildenden Sprachflächen, die dann, ich meine, natürlich kann man sagen, auch in dieser Karikierung ist es natürlich in keiner Weise eine Essenzialisierung, weil dafür ist es ja viel zu sehr eben so eine Strategie der Ironie etc. Aber gleichzeitig hat sie natürlich schon auch das politische Anliegen, dass sie hier auch gesellschaftlich unterschiedliche Positionen zeigen will. Ne? Also sie sagt, wir sind jetzt nicht in einer Gesellschaft, wo es egal ist, ob man jetzt als Mann oder als Frau wahrgenommen wird. Und die Rollen, die sich daraus ergeben und die Bedingungen sind andere. Insofern ist es dann eben auch nicht ein völlig, sage ich mal, postmoderne Identitätsdekonstruktion bis hin zu, es gibt überhaupt kein Ich. Ich meine, auch wenn sie dieser Meinung ist, fällt dann das soziale Engagement, das sie ja hat. Und vielleicht diese identitätstheoretischen Ansätze, die sie ebenfalls hat, fallen dann vielleicht ein bisschen auseinander. Ne? Weil sie einerseits was sagen will, eine Aussage treffen will über reale Geschlechtsverhältnisse und gleichzeitig aber auch sagt, Identität als solche gibt es nicht. Und somit auch nicht Geschlechtsidentität. Ne? Diesen Widerspruch haben wir natürlich jetzt nicht nur bei Jelle, sondern da kommt eben zwangsläufig, wo sich auf der einen Seite so eine Theorie bildet und auf der anderen Seite sagt man, naja, wie sieht es jetzt aber aus mit konkreten politischen Einflüssen, Gleichbehandlung etc. Ja. Was ich auch noch erwähnt habe, glaube ich, in dem E-Mail und mir auch in dem Kontext noch einfällt, war, dass Jelinek selbst als Puppe immer wieder auf die Bühne gebracht worden ist bei verschiedenen Inszenierungen, bei Raststätte 1995 als Sexpuppe. Das war irgendwie damals auch so ein großer Skandal, auf den sie auch so reagiert hat, dass sie dann eben
geschrieben hat in ihre Regieanweisungen, quasi machen sie so oder machen sie, was sie wollen. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, die sprechende Vagina bei Ulrike Maria Stuart 2006. Dann auch, also im Gespräch mit Marlene Strerowitz war da. Und dann als bezopfte Perücke in das Werk wurde sie auch zitiert, 2006. Und von Nikolaus Habian gibt es diese Handpuppe ohne Zöpfe, die in Schatten, Euridike sagt, 2013 auftritt. Wie werten Sie diese Versuche oder diese Maßnahmen von den, ich glaube, in diesen, bei den Inszenierungen ausschließlich männlichen Regisseuren, ob das jetzt von Bedeutung ist oder nicht? Ja, ich habe eben darüber nachgedacht, weil Sie auch diese Frage gestellt haben. Ich meine, auf der einen Seite laden die Texte ein bisschen dazu ein, ne? Dass man sagt, weil ja auch sie immer spielt mit so einem Autorinnen-Ich. Und natürlich auch diese, also quasi, wo sagt, ja, ich bin ja nur die Autorin, also so, ne? Also sie spielt ja immer wieder damit, dass wer spricht hier eigentlich und nimmt hier auch Bezug teilweise auf ihre eigene Biografie, ohne dass man das jetzt natürlich gleichsetzen würde. Natürlich kann man auch sagen, auch diese Strategien im Theater sind ja auch in keiner Weise, also man könnte ja ebenfalls sagen, die meinen ja nicht sie. Also das ist ja ebenfalls gleichzeitig, aber natürlich ist es schon auffällig, wenn sie sagen, das wurden sehr bislang, also ihres Wissens nach nur von Männern gemacht und ich habe da eben auch, ja, gerade, also es gibt ja auch gerade diese Auseinandersetzung mit Strerowitz und der Vagina und die dann sprechen eben auch diese Reduzierung auf Geschlechtlichkeit. Also es wurde ja irgendwas auch sehr kritisch aufgenommen. Ne? Aber also ich kann verstehen, dass das bei Jelinek eher passiert als zum Beispiel bei Hausnummer. Weil sie ja eben, weil man sagt, was macht man mit diesen, oder das Bedürfnis, das zu verorten, diese Ebene, die da mitschwingt, immer auch. Aber gleichzeitig, also positioniert sie sich da eindeutig dazu? Oder hat sie sich da je? Das glaube ich nicht. Nee, das ist cool. Ich glaube, sie lässt da einfach geschehen. Also ich weiß eben nur, dass, ich glaube nach Raststätte war das, wo sie da als Sexpuppe auf die Bühne gekommen ist, was sie im Vorfeld auch nicht wusste. Ich glaube, sonst hat sie sich schon auch immer Generalproben oder so angesehen und die Puppe wurde dann erst bei der Premiere auf die Bühne gestellt. Das hat natürlich schon mal ein übergriffiges Moment. Ja. Streiten. Also das hat es schon. Ja. Das ist eine Frage. Und das ist natürlich gerade mit ihr, wo man sagt, hier passiert, sind überhaupt ihre ganze Karriere über Übergriffe auch passiert. Ne? Also, wo eben nie in einer professionellen Weise unterschieden wurde zwischen ihr als Privatperson und als Kunstfigur oder eben als Sprecherin in den Texten. Und dann könnte man sagen, na gut, fallen diese Regisseure genau in diese Tradition hinein. Und perpetuieren das eigentlich, diese Vermischung der Ebenen, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt erzählt uns einmal Eline ganz was Privates über sich in der Klavierspielerin oder so. Ja. Also, dass es eben immer über ihre, also quasi über ihr Privatleben diskutiert wurde oder sie auch persönlich sehr angegriffen wurde. Gleichzeitig könnte man sagen, vielleicht spielen die ja gerade mit dem Moment und versuchen das eben nochmal, also in das Absurde zu. Weil natürlich ist es klar, wenn hier eine Sexgruppe ist, dass jetzt niemand davon ausgeht, also, aber ich weiß es nicht. Ne? Also ich könnte mich jetzt hier nicht eindeutig positionieren. Weil ich schon jetzt mal wohlwollend den Regisseuren unterstellen, dass sie hier jetzt auch nicht naiv an diese Sache herangehen. Aber ich würde es wahrscheinlich vermeiden, wenn ich die Regisseurin wäre. Nee. Ach so. Und vielleicht gerade bei Jelinek, weil das ihm zu viel passiert bei ihr. Ja, na, ich glaube, dass sie
dass ihre Stücke in den meisten Fällen von Männern inszeniert worden. Jetzt, also das nur so am Rande. Aber ich glaube, es gibt generell weniger große weibliche Regisseurinnen in der deutschen Theaterwelt, deutschsprachigen Theaterwelt. Aber ja, finde ich ja eh auch interessant. Ich glaube, inzwischen positioniert sie sich da auch nicht mehr so konkret dazu. Ja, weil sie auch gesagt haben, eben vielleicht doch, dass sie als Autorin in den Texten so stark irgendwie präsent ist oder auch durch diese nicht ganz zuordbare Autorinneninstanz in dem Text im Wettbewerb kommt auch einmal vor, die vermännlichte Alte, also da redet sich die Erzählerinnenstimme so als vermännlichte Alte an. Glauben Sie, ist das quasi ein Schritt, sieht sich eine, also nicht Innovation, aber sozusagen ist es das gealterte Autorinnen-Ich der Jelinek oder in welchem Bezug würden Sie das sehen? Ich würde sagen, das zieht sich ja eigentlich durch ihr gesamtes Werk, dass sie also auch in dem, von dem Sie jetzt vorher gesprochen haben, die Straße, die Stadt der Überfall, ist ja auch immer, wo ich sage, na, mit mir würde man jetzt ohnehin nicht mehr Sex haben wollen und so, ne? Also auch immer wieder diese Sexualisierung der Autorinnen, also diese scheinbare Sprechen über sich selbst, was missverständlich als solches dann rezipiert wird, in meiner Meinung nach, finde ich, würde ich jetzt gar nicht auf ihr Alter beschränken, sondern das zieht sich ja durch und es ändern sich vielleicht die Bezugnahmen, ne? Und was ja dann wieder trüglich ist, weil jetzt spricht sie eben von der männlichen Alten oder von die jetzt schon so alt ist, dass jetzt ohnehin keiner mehr will, also wo man dann umso mehr das Gefühl hat, nein, sie meint jetzt sich, ne? Aber eben, ne? Also die haben sich ja, also es ist ja durchaus so, dass sie ja immer wieder Anspielungen macht, die man so interpretieren könnte. Aber ich würde das jetzt nicht als, hier ist jetzt quasi, wie haben Sie es gesagt, ja, Autorinnen, ja, alterndes Autorinnen-Ich, glaube ich. Ja, ich sehe da eigentlich gar nicht so eine Differenz tatsächlich zwischen, also hier, ich würde sagen, hier ist diese Selbstinszenierung, oder diese Inszenierung eines scheinbaren Selbst als Kunstfigur zieht sich ja sowohl, also zieht sich auf verschiedenen Ebenen. Es ist ja nicht nur im Text, sondern auch der Auftreten etc. Nein, also würde ich jetzt nicht das solches festmachen. Ja, und warum schreibt sie dann vermännlichte Alte? Soll das dann in welchem Kontext ist das zu sehen? Naja, es ist so ein bisschen so the old hack, ne? Also so die alte Hexe, die ja immer so ein Mann-Vibe, also wo man, sag ich mal, ist jenseits des Zyklus, man ist jetzt schon im Wechsel oder schon darüber hinaus, das ist, man ist jetzt ein Mann-Vibe und ist nicht mehr, also die Fruchtbarkeit ist weg. Also so hat man, also es ist ja oft so, dass man diesen alten Frauenkörper dann oft mit dem männlichen identifiziert. Oder eben so etwas in dazwischen ist nicht Mann, aber auch nicht mehr Frau, weil er ist ja nicht mehr gebärfähig und er ist nicht mehr sexuell attraktiv. Aber ich weiß es nicht, also ich kenne die Stelle nicht, ob in welchem Zusammenhang genau sie das macht. Könnte es auch eine Form von quasi Zuwachs an Macht bedeuten oder so, wenn das männliche prinzipiell mit einem Machtgewinn, mit einer aktiven Position assoziiert wird und dann ist die vermännlichte Alte auch eine, die mehr Macht hat als eine Jüngere? Könnte durchaus sein. Ist ja auch, also sie ist ja, also sie, also jetzt, eben, wenn man das wieder zurück
sie wirft, dann ist sie natürlich als Autorin in einer ganz anderen Position international gesehen, als das war in ihren jüngeren Jahren. Und diese und entsprechend sind natürlich auch diese öffentlichen Angriffe ganz zahm geworden, weil niemand möchte sich mehr die Blöße geben, dass er jetzt Nobelpreis Literatur nicht erkennt in der Qualität, sodass diese Meinung, die sich eigentlich jeder oder jede erlaubt habe über Jelinek über viele Jahre, diese von Leuten, die ja in dem Sinn die Texte oft überhaupt nicht lesen, das natürlich trauen sich auch in dieser Weise vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Also ohne jetzt wieder zu viel auf sie zurückzuführen, aber natürlich ist sie in einer anderen Machtposition, ihre Stücke werden international gespielt, selbst etc. Das ist natürlich... Gut, ich glaube, so von meinen Fragen her wäre es das irgendwie so gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie noch was hinzuzufügen haben, ob Sie noch was anmerken wollen. Nein, ich hatte nur noch gedacht, was eben speziell auch mit dem Theater noch hinzukommt, ist ja auch ihre theoretische Auseinandersetzung mit dem Schauspieler und der Schauspielerin als Metapher, die ja immer wieder auch kommt im Kontext auch von dieser Geschlechtlichkeit, dass sie auch das eben, dass, also da gibt es ja von ihr einzelne Texte dazu, aber eben auch innerhalb der Stücke wird ja häufig dann die Rolle der Schauspielerin oder des Schauspielers erfolgt. Ne? Die dann auch so ein Inbegriff wird, eben einer Scheinidentität, wo eben hinter dem Rollenspiel eigentlich nichts mehr sich verbirgt, sondern eben, es ist kurz und permanente Wandlung. Aber eigentlich, dass das in gewisser Weise ja auch sehr exemplarisch, glaube ich, deswegen setzen sich immer wieder mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin auseinander als Figur. Weil es eben sehr auch mit dem, wie sie Identität oder Geschlecht überhaupt begreift, zusammenpasst. Aber sonst habe ich auch nichts mehr. Das passt auch zu der Kleidung als Maskerade und als sowieso, wenn man auf der Bühne steht, ist man immer ein nicht man selbst sozusagen. Ja genau, und wie auch in diesem gesamten Schauspieldiskurs ja von der Antike an auch immer angenommen wird, die Gefahr oder die Hoffnung, dass da tatsächlich auch eben es keine stabile Identität gibt, sondern tatsächlich, dass eben so ein Wand, dass die Identität selbst durch Wandelbarkeit definiert ist oder durch so einen permanenten Wechsel, ist das eben auch die Hoffnung, dass das sich nicht nur auf die Bühne erstreckt, sondern dass das überhaupt der Schauspiel eben zum Inbegriff werden kann, einer genuinen Identitätslosigkeit. Wo die Frage der Authentizität gänzlich wegfällt. Und das ist ja auch bei ihren Figuren groß. Also die Frage von einer Natürlichkeit und Authentizität oder das Eigentliche, das ist natürlich wieder permanent nur karikiert als eben eine Konstruktion und als ein Begehren nach Authentizität, aber die ist immer schon nachträglich dann